Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie heute zu einem Thema, welches sehr komplex ist: Schutzimpfungen. Ich weiß, dass viele von Ihnen auf ein Video von mir über dieses Thema gewartet haben. Ich werde in mehreren Videos mich diesem Thema widmen. In dem jetzigen geht es mir darum, einen Überblick zu schaffen. Impfen für Anfänger. Tatsächlich ist meine Erfahrung aus der Sprechstunde, dass die meisten Eltern, mit denen ich spreche, Anfänger sind in diesem Bereich. Und so, um ein bisschen eine Ahnung zu bekommen, was es dabei alles zu bedenken gilt, dazu soll dieses Video dienen. Es gibt in Deutschland keine Impfpflicht, sondern lediglich Empfehlungen für bestimmte Impfungen. Es gibt einen Impfplan, einen empfohlenen Impfplan, und der wird erarbeitet und veröffentlicht von der STIKO. STIKO heißt übersetzt Ständige Impfkommission. Da sitzen Experten drin, Kinderärzte, Epidemiologen, Infektiologen, die die Aufgabe haben, im Auftrag der Bundesregierung zu überlegen und zu entscheiden, welche Impfungen werden für die Menschen in Deutschland empfohlen. Und nach diesen Empfehlungen richten sich in der Regel, nach meiner Erfahrung, etwa 90% aller Menschen in Deutschland. 10% sind etwas unsicher und 3% oder etwas weniger lassen grundsätzlich ihre Kinder und sich selbst nicht impfen. Was mir im alltäglichen Praxisbetrieb Sorge bereitet, ist die Tatsache, dass Eltern die Entscheidung treffen müssen, ob sie ihr Kind impfen lassen oder nicht. Obwohl sie keine Ahnung haben, mit Verlaub. Woher auch? Wer ist in der Schulzeit, wer ist sonst in irgendeiner Weise ausgebildet worden in diesem Bereich? Aber es ist so, seit vielen Jahren, ganz früher war das nicht so, aber seit vielen Jahren jetzt ist in Deutschland es üblich geworden, dass Ärzte den Kindern nur noch Impfstoffe verabreichen dürfen, wenn die Eltern dem ausdrücklich zustimmen. Ich spüre in den Gesprächen die Unterschiede zwischen den Eltern und mir insofern, als ich derjenige bin, der beide Seiten kennt. Ich weiß, als ein Arzt, der über 30.000 Impfungen bisher in seinem Leben durchgeführt hat, was Impfungen machen, welche Nebenwirkungen sie haben. Ich weiß aber auch durch meine Ausbildung und Tätigkeit auf der Intensivstation in einer Kinderklinik, was Krankheiten machen. Ich für mich und bei meinen eigenen 4 Kindern musste ich diese Entscheidungen ja auch treffen. Ich für mich kann eindeutig abwägen, welches das kleinere Übel ist. Ich brauche niemanden fragen. Eltern müssen jemanden fragen. Sie müssen etwas lesen, sie müssen etwas hören und sich dann eine Meinung bilden. Und das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Gesprächspartnern, Eltern und mir. Ich kann allerdings daran nichts ändern. Ich kann nur mit diesem Video dazu beitragen, dass ihre Sinne dafür geschärft werden. Wenn Eltern mit ihrem Baby bei der U3, also im Alter von 6 Wochen, bei mir sind, dann weise ich sie darauf hin, dass bei der darauf folgenden Untersuchung, der U4, 2 Monate später, das Thema Schutzimpfungen auf der Tagesordnung steht. Sie bekommen von mir eine Mappe mit Informationsmaterial über Schutzimpfungen. Aber nicht nur über Schutzimpfungen, sondern auch über die Beschreibung all der Krankheiten, gegen die die Schutzimpfungen schützen. So haben die Eltern, wenn sie es wollen, die Möglichkeit, sich zu informieren. Und wenn dann noch Fragen sind, und das ist oft genug der Fall, dann sind sie auf jeden Fall schon mal etwas vorbereitet und bei der U4 können wir dann darüber sprechen. Etwas möchte ich in diesem Video noch ansprechen. Das ist der gesellschaftliche Aspekt des Impfens. Ich sage damit nichts anderes als, dass Impfungen nicht nur einen persönlich betreffen, sondern auch die Gesellschaft. Ein Mensch, der geimpft ist und bestimmte Krankheiten nicht bekommt, der trägt diese Krankheiten auch nicht in die Öffentlichkeit. Er schützt auf diese Weise sein Umfeld. Ein Mensch, der
nicht geimpft ist, kann krank werden und in seinem Umfeld die Krankheitserreger verbreiten. Ich höre oft das Argument, dass man sagt, es ist ja jeder selber dafür verantwortlich, dass er sich impfen lässt und er kann sich ja jeder selber schützen. Das stimmt nicht immer und das ist das Problem in einer Arztpraxis, wie ich sie führe. Ich habe Patienten, die nicht geschützt sein können, weil sie zum Beispiel noch nicht geimpft werden können, Neugeborene zum Beispiel, oder Menschen, die aufgrund von Krankheiten oder von Medikamenten ebenfalls keine Impfungen bekommen können und keine schützenden Antikörper haben. Ich fasse noch einmal zusammen, was ich sagen möchte. Sie müssen als Eltern eine Entscheidung treffen über ein Thema, wo Sie eigentlich nicht ausreichend kompetent sind, primär. Sie müssen sich Informationen herholen. Ich versuche das bei der U3, bei meinen Eltern, durch die Gabe von entsprechenden Infomaterialien eben zu tun. Sie können sich mit Menschen unterhalten, zum Beispiel Ihren Eltern, die Sie ja auch vermutlich zu den Impfungen gebracht haben, aber natürlich auch mit Ihrem Arzt oder Ärztin. Es muss ein Austausch stattfinden, wo es Ihnen möglich ist, abzuwägen, welche Vorteile und Nachteile Ihnen wichtiger sind. Denken Sie dran, die Entscheidung gegen die Impfung ist eine Entscheidung für eine Krankheit, die Sie kennen müssen. Es ist für mich immer schlimm, im Nachhinein die Aussage hören zu müssen, ja, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mich anders entschieden. Deshalb gilt es im Vorfeld abzuwägen und zu besprechen, was passiert im Einzelfall. Ich werde in den kommenden Videos über die spezielleren Probleme eingehen, zum Beispiel, warum es Mehrfachimpfungen gibt oder warum man schon mit 3 Monaten beginnen soll mit den Impfungen. Das sind Themen, das weiß ich aus der Sprechstunde, die oft große Fragezeichen und auch Kritik auslösen. Aber auch da merke ich, es ist überhaupt nicht bekannt, was der Grund für dieses Vorgehen ist. Und das ist mein Bemühen, Sie da möglichst objektiv und ausreichend zu informieren. Kranke im Kindergarten oder ich möchte fast gar sagen, der kranke Kindergarten. Sie werden gleich verstehen, was ich damit sagen will. Zunächst, es ist toll, dass wir Kindergärten haben und Kindertagesstätten, wo wir Kinder unterbringen können. Und vor allem, wenn sie drin Spaß haben, ist es natürlich das Allerbeste. Aber manchmal ist der Kindergarten auch notwendig für die Eltern oder für die alleinerziehenden Eltern, die nur auf diese Weise in der Lage sind, einen Beruf ausüben zu können und Geld zu verdienen. Rückenlage, Bauchlage. Bei der U4, das ist das Alter von etwa 3 Monaten, ist die Rückenlage, Bauchlage ein sehr wichtiges Thema, welches ich anspreche, weil wenn ein Kind zur nächsten Untersuchung kommt, das ist dann die U5, sollte es in seiner motorischen Entwicklung fortgeschritten sein.